Hamburg. Vergangenen Dienstag kam es in der Hamburger Innenstadt zu einem tragischen Unfall. Ein Mädchen im Alter von 3 Jahren wurde von einem Auto angefahren und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin war laut eigenen Aussagen durch das Handy ihrer Mitfahrerin abgelenkt worden und verlor so den Blick für die Straße. Bei der Anhörung kommenden Freitag muss sie sich dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung stellen.